Matthias, Matschke mein Name. Willkommen zurück auf meinen Hof. Kommen wir jetzt da ein bisschen umschauen. Da steht unser wunderschöner Tolz noch mit der Ballenpressen. Gestern auf Nacht war noch der Lona da. Hat man noch gar meine Ballen gewickelt. Wie man das sieht, gleich ein kurz Video zeigen. Sag ich gleich. Und ich sag bis nachher, jetzt kommt das Lona-Video. So, ich hoffe, das habe ich gut gemacht. Und jetzt werden wir da mal in unseren Glas einsteigen. Und werden die Ballen ein bisschen richtig hindrehen. Wie es zwei ist wichtig. Ist wichtig, richtig hindrehen die Ballen. Alles schön aufeinander stapeln, hat der Hauinger gesagt. Muss ich da? So, tada. Nehmen wir gleich den ersten Ball mit. Gestern auf Nacht bin ich auch noch beim Händler gewesen. Und da hab mir so einen Frontloader-Kurs angeschaut. Wenn man so mit Frontloader-Dings fährt, darum komme ich das jetzt auch so gut. Der Nachbar war gestern auch wieder da. Hat sich entschuldigt für sein Alte letztes Mal, weil der ist ja ein bisschen bleiben, wenn er da gesagt. Hat er sich entschuldigt bei mir. Hat er gesagt: Ja, servus Nachbar, altes Haus. Du, ich möchte mich gerne bei Entschuldigung bei dir für mein Alte, weil das ist nicht normal, was die aufgeführt hat. Hat gesagt: Nachbar, alles gut. Alles in Ordnung.
Danke, dass du vorbeigekommen bist. Magst du ein Bierle? Dein Besen ist eh nicht da. Kannst du ein Bierle trinken, oder? Hat er gesagt, ja, freilich mag er ein Bierle. Gut, haben wir ein Bierle getrunken miteinander. Dann hat er mir erzählt, wo er seine Alte kennengelernt hat. Er hat gesagt, das war ein Faschingsball. Da ist er als Prinzessin Sissi gegangen, oder als Kaiserin Sissi. Da hat er sich gedacht, na, die er schon ein bisschen Reischei gehabt, dass er denkt, na, der nimme. Hat er eh gesehen, daheim hat es die Masken runtergetan und dann hat er gesehen, was für Drachen drunter steckt. Aber dann war es schon zu spät, weil dann hat es ihn schon unter seine Fittiche gehabt. Ja, so ist es. So, da haben wir da ein bisschen zurückgefahren und schon haben wir den zweiten drauf. Große Vieh sind da eh nicht runtergekommen. Mein Mutter hat gestern wieder angerufen und gesagt, sie kommt nächstes Wochenende. Darum muss ich da jetzt fleißig arbeiten, dass wir das alles rechtzeitig hinkriegen. So, jetzt müssen wir da nochmal schauen, müssen wir da mal gucken. Da muss aber da schön aufspießen und da geht's zurück. Aber der Bagger da, der gefällt mir ganz gut, der gefällt mir echt gut, das Leibhund der. Der ist wirklich Leibhund. Ist nicht zu groß, passt perfekt auf meinen Hof. Eigentlich wollte ich ja die Bohnen verkaufen, aber leider ist das nicht gegangen, weil ich sie ja nicht wegliefern kann. Weil ich ja keinen Hänger habe. Jetzt hat der Lohner gesagt, ja, ich sollte erst einmal die ganzen Bohnen von den ganzen Vögeln zusammentun. Und er holt die dann. Deswegen werden wir jetzt dann alles machen, alles pressen, er wickelt mir alles und dann holt er so dann müssen wir ihm natürlich die Lieferung mal zahlen. Das ist ja logisch. Aber er verkauft es uns dann. Hat er gesagt. Er ist ein netter Spezi gewesen, aber ich habe ein Bierchen getrunken mit ihm, ja. Ganz ein netter Spezi. Ja, so ist es. Jetzt werden wir dann die Leute da drüben machen, aber vorher habe ich noch was anderes zum Erledigen. Weil der Bürgermeister war letztes Mal da und hat gesagt, da gab es ein Veedel zum Verpachten. Und ich habe mir gedacht, das ist meine Chance. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Aber du musst dann zum Bürgermeister. Mit dem Bürgermeister und fragen, Alter, wie viel kostet das? Ich meine, wir haben jetzt nicht ganz so viel. Wir haben jetzt der Tausender, der was da jetzt angehört, den habe ich den Lohner zahlen müssen fürs Weekend. Er hat gesagt, bei mir herum ist wirklich fest nur aufgefahren, es ist so deppert. Und mir haben aber recht gemacht, weil. Ich hab's vielleicht eh gesehen, wenn wir das erste Mal aufgefahren sind. Also, nein, wir sind aufgegangen, aber trotzdem, da war ein Sauteppert aufgegangen. So stickig und der hat halt ein Kas hat er gehabt, gell? Ein Kas hat er gehabt. Was er nicht ein Millikas, sondern da ein Traktor, da gibt's ein Kas. Da merken die roten Tracker, ihr wisst schon, das sind die Kas. Und da glaube ich halt. Und der ist halt ein bisschen größer gewesen wie meine zwei Puppe. Und der hat das nicht ganz der Bock. Der hat dort ganz schön umrangieren müssen, dass er da raufkommt zu mir. Jo, so war das. Der Nachbar hat auch gesagt, ich sollte mal vorbeikommen. Er hätte gebrauchten Düngestreuer. Ich habe gesagt, Moment, passt mal bei Jena nicht rein, aber ich werde dann nochmal schauen.
Aber das werden wir dann noch sehen, weil ewig werden wir nicht auf die 7000. Ich bin ja schon verwundert, dass wir 7000 schon haben. Jojo, so ist es. Ich bin Lona gleich gesagt. Wenn ich jetzt wirklich das Fädel kaufe, dann sollte man es bitte bestellen. So heißt es, glaube ich, in der Fachsprache Feld bestellen. Und ein bisschen ein Warzen drauf, habe ich gesagt. Und weil wir brauchen ja, so viel ich weiß, so viel der Nachbar erzählt hat, brauchen wir ja auch Stroh. Also Stroh. Und er hat gesagt, er hat selber keins, weil sonst hätte man gerne was leihen, aber er hat selber zur Zeit keins. Und deswegen müssen wir dann schauen, dass wir da Stroh sind. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir meinen Eicher wirklich halten sollte. Weil ich weiß nicht, was der bringen soll. Weil, wisst ihr, weil der da zieht nichts. Mit dem kann ich nicht mahlen, mit dem kann ich nicht Bäume pressen. Ja, schwadern kann ich vielleicht mit dem, aber das ist auch alles. Wisst ihr, zur Zeit, so wie es bei uns ausschaut, gehen wir leicht mit einem Truck aus. Wir haben jetzt da nur den Klaas da. Der tut der auch gut. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Weil, was tat ich jetzt nochmal den zweiten Tracker? Ein zweiter Tracker ist sinnvoll, wenn du einen Mitarbeiter hast. Aber siehst du, ist das nicht sinnvoll, wisst ihr? So, da lang. Ah ja, bevor ich vergiss, wenn ich zum Bürgermeister gehe, muss ich auch noch fragen, wie es ausschaut mit dem da. Das gehört zwar mir, aber ich weiß nicht, ob ich das was nämlich gern mit dem dritten Biest drüber fahren. Ich so da auch ein Feld bestellen. Das war ganz gut. Das hätte ich gern. Aber ich weiß nicht, ob das legal ist. Wie ist es, jetzt da nur in dem Ort, ich komme da gar nicht aus. Und ich möchte mich da nicht verscherzen mit Leitl. Und deswegen werden wir jetzt nochmal zum Bürgermeister fahren. Und zwar dafür tut unser Eicher. Da fahren wir jetzt mit unserem Eicher hin. So, tala, wie immer schön hinten einsteigen. So, tala, und jetzt fahren wir da oben. Ob ich dann sage, wir sehen uns unten wieder, weil das kann eine Zeit dauern. Dann sage ich bis gleich.
So, da leid sind wir da beim Bürgermeister. Wenn wir mal umleiten. Was sagt der Meister schon wieder? Nein, da einmal, da war nicht. Wo ist der Wappler schon wieder? Sein Auto steht doch da, oder? Wenn man so einer Rostschäse nochmal umfahren kann. Bürgermeister! Bürgermeister! Trotzdem nicht außer die Fäge so. Ja gut, wart's dann wird er nochmal anrufen. So, dann rufen wir nochmal an, den Wappler. Ja, Servus Bürgermeister, der Matschke ist da. Wie wer? Der Matschke, warst schon letztens breiwert. Genau der. Du hast mir da letztens erzählt, da gab es ein Veedel zum Kaufen in meiner Nähe. Gibt es einen Kalender? Du hast den Kalender auf der Tafel um. Warte, geh gleich führen. Jo. Oh, da ist ein Kalender da, ja. Genau. Und das war das Feld 90. Feld 90, jawohl. Und für wie viel kannst du mir das in Bach geben? Sechs. Der Bürgermeister hat gesagt, das machen wir. Das machen wir später, das machen wir. Ja, passt gut. Passt. Passt, Bürgermeister, servus. So, dann lass uns der Bürgermeister. Und mit dem habe ich jetzt ein bisschen geredet und er hat gesagt, kein Problem, das Feld kommt man kaufen. Er macht jetzt die Formalitäten fertig. Er ist leider gerade im Ausland. Was soll er in der Steiermark aus dem Ausland? Naja. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's schon wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.